Am vergangenen Freitag gab es einen großen Livestream aus Japan, wo unter anderem Goichi, Tachikawa und auch Fenridge sich die ganz neuen Änderungen in den kommenden Dragon Ball Fighter Season 3 Patch angeschaut haben. Das Interessante an der ganzen Sache, nicht nur, dass wir Kefla gesehen haben, was ich in diesem Video nicht wirklich angehen werde, sondern wir haben so viel gesehen, dass Dragon Ball Fighters eigentlich schon wie in Dragon Ball Fighters 2 wirkt. Im heutigen Video gehen wir ein bisschen daher auf diesen Änderungen ein, was sie bedeuten und was es gerade auch für neue Spieler zu bedeuten hat, dass sie letztendlich genauso wie alle anderen ein komplett neues Spiel sehen werden. Und ich muss sagen, ich freue mich da richtig drauf und es kommt sogar schon am 25. Februar raus. Moin moin Leute, mein Name ist Refaser und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem kurzen Zusammenfassungsvideo rund um die Season 3 von Dragon Ball Fighters oder wie ich persönlich tatsächlich sagen würde, das ist Season 1 von Dragon Ball Fighters 2, denn ja, es ist so viel, was in diesem Spiel geändert wird, dass man fast von einem Nachfolger sprechen kann. Wer gerade Kampfspiele vielleicht nicht wirklich folgt, dem ist das vielleicht nicht so bewusst, aber so viele Änderungen, wie jetzt im Gameplay stattgefunden haben, machen das Spiel eigentlich so anders und auch viele der Charaktere, denn es gibt jetzt schon einen riesen Charakter-Patch, der rausgekommen ist auf Japanisch und ein paar YouTuber haben es schon übersetzt. Ich werde mal schauen, ob ich vielleicht noch dazu komme, ein kurzes Video zu machen drumherum. Aber glaub mir, die Charaktere haben sich verändert. Unter anderem Ginyu hat eine neue Level 3 bekommen. Kid Goku ist nicht mehr so nervig wie vorher, dass seine Genki-Dama kein Sliding Knockdown mehr macht und ähnliches. Also es ist schon ziemlich viel da passiert und zusätzlich werden halt die Gameplay-Mechaniken an sich geändert. Und das so krass, dass das Spiel jetzt noch ein bisschen schneller und noch ein bisschen anders wird. Aber wie kommt das? Genau darüber wollen wir im heutigen Video sprechen. Es gab ein paar Sachen, die ich schon in meinem letzten Video angesprochen habe, aber jetzt haben wir es beim Livestream auch gesehen und einiges versteht man dann auch ein bisschen besser, wenn man es tatsächlich gesehen hat und wahrscheinlich noch besser, wenn man es selber gespielt hat. Also wie gesagt, anfänglich 25. Februar, dann ist es soweit, dann wird dieser Patch aufgespielt. Das ist ein Tag, bevor Kefla für Season Pass Besitzer erhältlich sein wird. Das heißt, wir werden so ungefähr einen Tag haben, uns mal anzuschauen, was Veränderungen da sind. Ich persönlich werde erst am 26. Februar wieder im Lande sein, weil ich beruflich unterwegs bin. Bedeutet, von mir braucht ihr bis zum Wochenende nicht darauf zu warten, dass ich euch Kefla oder irgendwas vom Patch zeige, leider. Aber ich werde mal gucken, was andere so zeigen und bestimmt auf Twitter das ein oder andere teilen. Dann, was war das Ziel der Entwickler? Das war auch ganz interessant, denn sie haben das mit Livestream auch ein bisschen angesprochen und sie möchten eigentlich schnellere Matches. Sie möchten ein bisschen weg von diesen extrem langen Blockstrings. Für diejenigen von euch, die neu sind, ich werde so ein paar Sachen vielleicht ein bisschen detaillierter erklären. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel am Blocken seid und der Gegner die ganze Zeit Attacken macht und ihr keine Lücke da drin habt, das heißt, ihr könnt nicht vanishen, ihr könnt nicht reflekten oder irgendwie rausspringen, dann ist das so ein Blockstring. Und gerade die Blockstrings sind sehr lang, wenn der Gegner es schafft, okay, ich mache, keine Ahnung, zwei Lights, Low, Medium, Medium, Heavy, Assist und dann mache ich einen Overhead und gehe wieder an meine zwei Lights zum Beispiel. Und dadurch, dass die Entwickler jetzt gesagt haben, hey, solange du in einem Blockstring bist, wird sich dein Assist nicht wieder recovern. Das bedeutet, du wirst ihn nicht wieder zur Verfügung stellen, werden die Blockstrings halt ein bisschen kürzer werden. Und die Entwickler haben gesagt, ja, wir wollen einfach schnellere Matches sehen. Das Spiel hat immer noch nicht unglaublich viele Verteidigungsmöglichkeiten, was ein bisschen schade ist, aber es gibt jetzt ein paar Möglichkeiten mehr, wie ihr trotzdem aus Blockstrings rauskommen könnt und wie ihr sogar den Gegner öffnen könnt. Aber bleiben wir mal bei den Assist-Änderungen, denn das sind die wirklich interessanten Sachen. Zum einen, wir wussten es schon, es gibt drei neue Assists. Also diese werden A, B und C Assists genannt. Und das ist ganz interessant, wie sie die ganze Sache angegangen sind. A und B Assists sind einfach Assists aus dem Repertoire der Charaktere im Normalfall. Der A-Assist ist der Assist, den sie bis jetzt gehabt haben und der ist in den meisten Fällen nicht verändert. Aber es gibt auch Ausnahmen, wie zum Beispiel Piccolo, der jetzt nicht nur einen, sondern zwei Orbs abschießt, was sehr interessant ist für ihn. Der B-Assist ist halt ein anderer Assist aus seinem Repertoire. Da hat man so ein paar Sachen gesehen, wie Krillin und Yamcha, die jetzt die Kamehamehas als Assist haben und ähnliches. Das heißt, es sind Skills, die sie schon haben. Und dann gibt es den C-Assist. Und der C-Assist ist der stärkste Assist bei allen Charakteren, aber zudem hat er aber auch einen höheren Cooldown. Bedeutet, wenn ihr einen C-Assist aktiviert oder einen C-Assist ausgewählt habt und ihn aktiviert, wird dieser länger brauchen, bis er wieder verfügbar ist, wie jemand, der einen A- oder B-Assist hat. Und das finde ich ganz interessant, weil man hat diese Balance. Also, habe ich einen stärksten Assist, dafür kann ich ihn aber nicht so oft einsetzen in dem Match, oder nehme ich einen anderen Assist und kann ihn dafür öfters einsetzen. Es gibt halt verschiedene Assists, es sind nicht nur Beam-Assists, oder ich sag mal normale Skills, die sie haben. Es gibt auch Assists, die einmal treffen und danach mehr oder weniger mit einem Teleport den Gegner auf den Boden bringen, mit einem Bounce, sodass ganz viele neue Kombo-Routen möglich sein werden und das sieht sehr interessant aus und das sind so wirklich diese Sachen, allein diese Assist-Mechanik, diese große Änderung macht das Spiel schon zum komplett neuen Spiel, wo alle Charaktere sehr wahrscheinlich viele neue Sachen können.
Dann gibt es die Dragon Rush Änderung und die sind ziemlich krass, denn auch das verändert viel an dem Spiel. Zum einen, ich hatte schon im letzten Video angesprochen, die Snap Meter. Snap Meter, für diejenigen von euch, die es nicht kennen, bedeutet einfach nur, ihr werdet rausgesnappt, also es gibt einen Dragon Rush, der Gegner schickt euch raus, holt den anderen Charakter rein und er kann ja mit einem bestimmten Timing euch direkt wieder in Druck nutzen und zum Blocken zwingen und ihr kommt da einfach nicht weg. Nun, das ist mehr oder weniger jetzt weg, denn ihr könnt selber bestimmen, wann der Charakter reinkommt nach einem Snap. Wenn ihr nichts drückt, wenn ihr rausgesnappt wurdet, kommt der Charakter sehr schnell rein. Das heißt, da gibt es fast nicht die Möglichkeit, dass der Gegner wirklich euch treffen kann, beziehungsweise wenn er damit rechnet, dass ihr mit diesem Timing reinkommt, könnt ihr das ändern, indem ihr einfach in die entgegengesetzte Richtung drückt und dann wird euer Charakter etwas später rauskommen. Das bedeutet, dass man selber als Spieler die Möglichkeit zu beeinflussen, wann man rauskommt und somit gibt es diesen starken Snap-Druck nicht mehr, wie den es vorher in der Ecke gab, weil der Gegner immer entscheiden muss, okay, springe ich jetzt hoch oder springe ich einen Moment später hoch, um den zu bekommen, und das ist eine richtig, richtig coole Änderung. Zudem gibt es noch eine andere Änderung, die sich ja ein bisschen was von Street Fighter nimmt. Das ist, nennt man Tick Throws. Bis jetzt, wenn ihr einen Dragon Rush machen wollt, gerade so in eurem Combo String, müsst ihr eure Schläge machen, leicht, leicht, medium, medium, heavy zum Beispiel, und dann drückt ihr Dragon Rush. Das dauert immer so ein paar, ich sag mal, 1-2 Sekunden, bis der Dragon Rush rauskommt. Jetzt gibt es aber die Möglichkeit, Tick Throws zu machen. Das bedeutet, ihr könnt nach jedem leichten Schlag sofort in den Dragon Rush gehen und das ist super schnell. Und das ist ein leichter Schlag, ist Viereck oder 5L, wie man ihn so schön nennt, und ihr könnt zum Beispiel Viereck drücken und dann in den Dragon Rush und das geht ineinander über, ohne diese Pause, die vorher da war. Das bedeutet, das ist wieder eine neue Möglichkeit, den Gegner zu öffnen. Er kann den immer noch natürlich canceln, also beziehungsweise er kann immer noch, wenn er genug schnell reagiert, immer noch seinen Dragon Rush drücken, um dagegen vorzugehen und nicht geöffnet zu werden. Nichtsdestotrotz ist das halt eine neue Möglichkeit, die sehr interessant aussieht, besonders was Goichi dafür bekannt ist, dass er jeden Dragon Rush taggt und in dem Stream doch ein paar Probleme hatte. Aber man hat doch gesehen, dass die Pro-Spieler sich sehr schnell an diese neue Möglichkeit gewöhnt haben. Ist aber eine richtig, richtig coole Sache. Dann gibt es noch Änderungen an den Vanish-Funktionen und die ist ein bisschen, wo ich nicht ganz verstanden habe, was jetzt alles neu ist. Denn man kann jetzt nach einem cinematischen Vanish, das bedeutet, wenn die Kamera so ein bisschen fanciger ist, kann man zum einen entweder einen Dragon Rush hinterher, also nicht einen Dragon Rush, einen Super Dash hinterher machen, eine Spezialattacke hinterher machen. Aber jemand auf Twitter hatte mir auch geschrieben, ja, Super Dash war vorher wohl auch schon möglich, aber das mit den Spezialattacken ist neu, das heißt, das Timing ist ein bisschen anders. Und ihr könnt sogar nach einem Dragon Rush, wenn der erfolgreich war, könnt ihr direkt in den Vanish canceln, das heißt, den Gegner zum Beispiel irgendwie in eine andere Art von Combo bringen. Ich glaube, diese Änderungen werden tatsächlich viel an den Combo-Routen der einzelnen Charaktere ändern. Dann haben wir Fuzzies, sind bestätigt raus. Fuzzies, nochmal ganz kurz, ist, wenn ihr ein Gegner euch auf dem Weg nach oben angreift und ihr Overhead, das heißt oben getroffen werdet. Gerade für große Charaktere war das immer ein Problem. Man hat im Stream gesehen, es ist nicht mehr vorhanden. Vegeta konnte das gegen Jiren in einem Kampf nicht machen und auch in den Patchnotes, die mittlerweile raus sind, steht es drin, Fuzzies gibt es nicht mehr. Dafür die Ki-Aufladung gegen Projektile funktioniert, das heißt gegen Low-Prior-Projektile, also normale Ki-Attacken. Da könnt ihr einfach durch Ki-Aufladung das Ganze aufheben, das heißt, es wird reflektiert und ihr könnt sogar mittlerweile aus der Key-Aufladung canceln, bedeutet entweder in einen Super-Dash sofort übergehen oder in anderen normalen Schlägen. Und das ist sehr cool, weil wenn der Gegner die ganze Zeit euch zonen möchte mit normalen Key-Attacken und ihr einfach am Aufladen seid, muss er dann irgendwas machen und ihr cancelt dann, zum Beispiel wenn er Super-Dash, könnt ihr Down-Heavy machen, nach unten und einen schweren Schlag, oder ihr Super-Dash selber, wenn ihr wieder anfängt, normale Key-Attacken zu machen. Muss man aber schauen, wie das mit den Timing funktioniert. Und jetzt kommen wir so zu ein paar andere Sachen, die auch ziemlich krass sind. Also ihr merkt schon viele Änderungen, aber ein paar davon sind so ein Gamechanger und das ist so ein Ding. Und zwar EX-Moves kosten nur noch einen halben Balken. Und wenn ihr euch fragt, was meinst du damit? Also EX-Moves sind immer, wenn ihr einen Spezial-Move macht und die schwere Taste dafür nutzt. Bis jetzt hat das immer einen ganzen Balken gekostet und EX-Moves sind im Normalfall die beste Version eines Moves. Das heißt, sie sind entweder schneller, machen mehr Schaden, haben andere Fähigkeiten, die sie mit reinbringen. Zum Beispiel bei Gogeta ist es ja so, dass sein EX-DP, also sein EX-Dragon Punch, das heißt diese Rolle, die er nach oben macht, den Gegner in die andere Richtung bringt. Und die anderen zwei machen das zum Beispiel nicht, die leichte und die mittlere Version. Und jetzt kosten die EX-Moves nur noch einen halben Balken. Das wird eine Neutral-Hülle. Bedeutet jemand wie Yamcha, der die ganze Zeit hin und her kann mit seinen EX-Wolfang-Fist oder wie Kid Goku oder Vegeta mit den Kicks. Das wird ziemlich krass. Man hat aber in den Patch-Notes der einzelnen Charaktere schon gesehen, dass die EX-Moves auch genervt worden sind. Bedeutet, sie sind nicht mehr so stark wie vorher. Dafür, man sollte die einfach nur öfters benutzen. Und die EX-Moves geben ganz viele neue Möglichkeiten für Neutral, aber auch für Kombos. Und das ist das, was die Entwickler wollen. Die wollen, dass die EX-Moves mehr benutzt werden und dafür kosten sie halt nur noch einen halben
Bombenbalken. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache, denn dadurch wird das Spiel noch schneller, noch ein bisschen krasser und muss sich noch schneller anpassen, was wird der Gegner jetzt machen. Er steht auf der anderen Seite mit Yamcha. Da kann ich nicht einfach sagen, oh, vielleicht laufe ich da jetzt so ein bisschen rüber oder springe zweimal. Dann kommt er mit einem EX Wolfang Fist und schon steht er auf einmal hinter mir. Ich glaube, das wird noch ziemlich viel ändern. Ob es jetzt immer so gut sein wird, bin ich mir noch nicht sicher, aber ich glaube, dass es für ein paar Charaktere eine richtig coole Sache ist, weil man dann anfängt, die EX-Moves zu benutzen, die man vorher nicht benutzt hat. Und dann haben wir noch den letzten größeren Bereich und das ist der Limit Break Superpower. Das ist diese neue Funktionalität für den letzten Charakter. Wenn euer letzter Charakter übrig ist, bekommt ihr eher so eine neue UI um euer Gesicht und so eine kleine Flamme und dieser nennt sich Limit Break Superpower und es ist gar nicht so krass, wie viele überlegt haben. Es ist eine Comeback-Mechanik und ihr werdet mit dem letzten Charakter 10% mehr Schaden machen, was gar nicht jetzt so krass ist. Viele haben gedacht, es ist 100% mehr Schaden oder so. Nein, es sind gerade mal 10%. Das stackt aber mit anderen Mechaniken. Bedeutet, es stackt zum Beispiel mit Sparking, wenn ihr es dann aktiviert. Es wird stacken mit dem Schadensboost, den zum Beispiel Base Goku sowieso bekommt. Und das bedeutet, die wollen einfach nur sagen, hey, du hast zwar deinen letzten Charakter, aber gib noch nicht auf, du kannst noch zurückkommen. Zudem bekommt ihr einmalig einen Meter zusätzlich. Das heißt einfach nur, wenn ihr reinkommt als letzter Charakter, wird euch automatisch einen ganzen Balken gegeben. Und ihr macht mehr blauen Schaden wegmachenden Schaden. Was bedeutet das? Wenn ihr normalerweise Schaden macht, hat der Gegner ja einen blauen Balken, den er noch wiederholen kann, sei es mit Sparking oder wenn den Charakter auswechselt. In diesem Modus, das heißt, wenn ihr mit dem letzten Charakter unterwegs seid, mit dem Limit Break Superpower, wird weniger blauer Schaden gemacht, sondern direkter reeller Schaden. Es sei denn, ihr nutzt Unverwundbarkeitssachen, sowas wie Dragon Punches, dann bleibt es trotzdem dabei. Aber es soll einfach dafür sorgen, dass ihr trotzdem eine Chance habt, noch zu gewinnen, was ich relativ cool finde. Ansonsten haben wir die neue UI für die Charaktere gesehen, die Assist-Auswahl gemacht hier vor der Farbauswahl der Charaktere. Es wird direkt gezeigt in dem Ladebildschirm gegen den Charakter. Für die Stages ist auch eine neue UI da. Musikauswahl ist jetzt ein bisschen anders. Fand ich ganz cool. Ihr könnt es selber aussuchen, ob ihr die Musik auswählen möchtet oder nicht. Das ist kein Punkt mehr dazwischen. Leider hat man gesehen, in diesem Bild gibt es keine neuen Stages und ich hoffe, dass sie da noch ein bisschen was versteckt haben, aber es sieht leider nicht so aus, als würden wir die Tournament of Power Stage bekommen. Aber hoffen können wir immer noch. Und vielleicht das Letzte haben einige gesagt, ja, das ist was Neues, das ist bestimmt was total Geiles. Ihr habt in der Mitte oben jetzt so einen neuen Balken und dieser Balken hat so einen roten und einen blauen Bereich. Das zeigt einfach nur, wer gerade im Vorteil ist. Und das ist basierend auf das Leben der Charaktere, die man hat. Ist mehr oder weniger, damit man so eine schnelle Übersicht hat, okay, wenn jetzt die Zeit ausläuft zum Beispiel, würde ich gewinnen oder würde mein Gegner gewinnen. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze aussieht in Online-Matches, weil die Frame-Darstellung dort eben nicht ist und das ist dort, wo sie normalerweise gezeigt wurde, ob die Frames da drunter oder woanders gezeigt werden, konnte man jetzt in den Stream nicht sehen, dass sie ja nur lokal gespielt haben. Aber das soll es gewesen sein. Verdammt viele Änderungen und ich bin noch nicht mal auf Kefla eingegangen, die wirklich extrem gut aussieht, aber ich werde Kefla erst zeigen, wenn sie raus ist, weil ich glaube, dann kann ich einfach ein bisschen mehr zu ihr zeigen. Sah aber sehr geil aus, glaube ich, wird ein sehr cooler Charakter, definitiv passend zu diesen Änderungen in Dragon Ball FighterZ. Und ja, es ist wie ein neues Spiel. Die Patchnotes für alle Charaktere, denn es gab auch viele Balancing-Änderungen bei allen Charakteren, sind auch mittlerweile, wie schon gesagt, auf Japanisch raus. Es gab ein paar coole Leute aus der Community, die es auf Englisch schon übersetzt haben. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich ein komplettes Video dazu machen werde, aber ihr könnt mir gerne unten reinschreiben, ob ihr da Bock drauf hättet. Auch ein Like auf diesem Video da lassen, dann sehe ich, Interesse ist da. Vielleicht nehme ich mir dann die Zeit, weil das wird wahrscheinlich so ein halbe bis dreiviertel Stunde Video mindestens, denn es sind verdammt viele Änderungen bei verdammt viele Charaktere. Ich kann euch aber von vornherein sagen, wirklich schwächer ist keiner geworden. Kid Buu ein bisschen, Kid Goku ein bisschen dadurch, dass sein Spirit Bomb okay nicht mehr so gut ist, aber ansonsten sind alle Charaktere eher besser und stärker geworden, was auch endlich eine coole Sache ist, wenn alle ungefähr auf dem gleichen Level sind. Und gerade durch die drei neuen Assists wird es viele neue Möglichkeiten mit Teams geben und darauf freue ich mich persönlich schon extrem. Also wie gesagt, freue ich mich auf eure Kommentare und Meinungen. Ihr könnt euch selbstverständlich gerne mein letztes hochgeladenes Video oder eine von meinen Playlists anschauen und mich auch abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht.